Ihr habt sie gerade schon am Ende nach der Folge kurz gehört. Oh, verdammt. Ich meine, keine Chance. Egal. Ist ja nicht so, dass es bei dir dauerhaft der Fall wäre. Der eine Baum passt schon. Das wollte er eher als ins Tal. So. Nee, ich wollte mal einen Ort, wo ich die erkenne. Ich weiß, wo ich fahren muss. Ihr habt es ja gerade schon gehört. Eine Folge davon. Ja. Und wenn sich ja sonst nichts. Ich guck jetzt mal, wie viel Wald wir überhaupt noch haben. Das ist gar nicht mehr so viel. Na gut, doch noch die Hälfte. Hast mir mal an Pflanzen denken müssen. Ja, jetzt machen wir, wenn wir die Karte wechseln, dann hinterlassen wir hier natürlich alles schön ökologisch. Ja, ökologisch abgeholzt. Und nachgepflanzt. Wenn ich bitte darf. Hast du eine Ahnung, welches Feld wir noch treffen können? Ja klar, hier können wir den ganzen Gespannen ausrücken. 39, 37, 36, alles. Jetzt ist es von vorne los. Weißt du, dass es sich safe call, dass es ja, guck auf. Fertig ist. Kann ich gerade, ich bin am Fahren. Gut, 36 ist fast fertig. 36? Ja, fast. Was? 36 halt. Und was mit 39? 38? Ja, 37 meine ich. 38 ist schon geerntet, da steht nichts mehr. Und 39 ist gerade in der Mache. Da steht bald auch nichts mehr, hoffe ich mal. Das ist so Feld 37, muss ich. Ja. Wow. Nein, mal aufzurollen. Jetzt bauen. Die Feld 37, das heißt, ich biege da gleich mal rechts ab. Hat einmal ein Querbeet über die Pampa gestochen. 37 liegt da unten oder was? Ne, das ist das da unten. Okay. Ah, Sky Freefall Tower. Wuff. Batsch. Batsch. Ich will nicht wissen, was du gerade anstellst. Da bin unten. La la la. Alles safe. Alles safe. Alles safe. Alles. Safety first. Nicht. Ich will nicht wissen, was ich da gerade anstelle. Ach nee. Das kann jetzt auch mal lustig werden. Gut, dass du da bist. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen aus der Übung mit dem Harvest. Oh, sorry. Ein Nubbel immer. Bounce. Lip bei dem. Weiß gar nicht. Was hat der Helfer für eine... Ich wollte gerade fragen, was der Helfer für eine Zigarette geraucht hat. Ist alles aufgetankt? Düngersteuer randvoll? Nur, okay, man räumt normal nur leere Sachen auf, aber in unserem Fall nur volle. Ein kennst du das, wenn du so einen scheiß Baum wieder aufsammeln musst mit dem Harvester, weil er irgendwie rausgesprungen ist? Kenn ich, warum? Das ist ziemlich scheiße, das ist ganz dumm. Ja, nerv. Na, no, ein nice try, Helfer. Guck mal, ich hab noch was für dich. Ja, das muss ja jetzt funktionieren. Warum funktioniert's nicht? Ich dachte jetzt, komm schon. Hallo? Ja. Fast voll drauf. Fast voll drauf.
Bester Spruch ever. So. Jetzt. Nö, jetzt packt das da auf eine Kette. Junge, Streu ist voll, jetzt finden wir die zweite Seilmaschine. So, wenn es gerade extrem langweilig ist. Argo, warum machst du auch immer so einen langweiligen Scheiß? Komm schon! Ich hau gerade die Ponzo rum, das ist nicht langweilig. Das ist teuer. Armer Ponzo. Was hat der verbrochen, wenn er so misshandelt werden muss? Ja, so schwer zum Ende. Eins mit einer fette Maschine. Müssen die auch nicht hören. Geil wär's, wenn das so wirklich wäre. Das ist halt das Problem. Sag so zu deinem Anhänger, hey, guck mal, wir laufen da und dahin. Okay? Okay, finde ich sozial. Und statt dass er einfach einen doppelten Überschlag mit Salto macht, sagst du das zu ihm und er macht's. Das wäre pornös. Man fahren wie so ein Henker. Yes! Das war Reflex, Alter. X drücken aus Reflex. So. Gut, Überladewagen, wo? Bist du, du Spacken? Da ist er. Gib Kette, Männer! Rechts ist Gas. Merkt euch eins, rechts ist Gas, Männer. Warte, der Spruch kann auch voll! Wow! Und links, das schiebt dran. Nicht immer. Warum? Zum Beispiel im Flugzeug, wenn der Co-Pilot rechts sitzt, dann ist links das Gas. Der hat auch kein Gaspedal, du Spacken. Der hat eine Schubhebel. Ja, aber... Jedis! Hast du nicht Pedal gesagt? Zum heißt es dann bei ihm Schub. Diese Bars hat sie gesucht. Apropos, ich muss dir mal gleich ein Video schicken. Kommen! Da kommt Fendley Lattknackel. So, ich muss dir noch den neuen Mod schicken, den wir bald hier einbauen werden. Yep. Zwar können wir jetzt schon mal spoilern. Es wird wohl so in Spanne gehen. Nein! Nicht spoilern. Spoilern ist dumm. Also natürlich... Nur im Fall, dass wir mal was wegfahren. Dann gibt es größere Spannung, sonst werden die natürlich gleich groß bleiben. Ist mal den Hänger. Ach, ich rutsch hier rum. Das ist gerade einiges. Ja, das war der schönste Haufen, den du je gesehen hast. Ach, hast so einen schönen Scheißhaufen hingesetzt. Er hat gut angefangen, aber ein Stamm liegt falsch, deswegen geht halt alles in den Arsch. Oh. Okay. Alright. Ich fahre hier gerade so ein bisschen random durch den Wald und pflücken. Ja gut, wir könnten jetzt das Ganze auch ohne diesen Mod machen. Ja gut, sicher? Ja. Was dreschen wir gerade? Weizen. Shit! Direkt verkaufen. Oder warte. Erstmal, was für ein Angebot ist es denn? Mal zwei.
nur so Damage 1,4. Oh, ich fahr jetzt einmal querfeld ein durch den Wald. Das wird heil. Das wird spaßig. Baum! Ja, Baum. Sagte sich der Förster auch, bevor er vom Baum erschlagen wurde. Nein, hoffen wir's mal nicht. Wo ist das fucking... Oh! Oh snap! Wie machen wir's jetzt? Was? Das fahren wir nicht. Ich hab grad so ein kleines anderes Problem. Ja genau. Das ist ein anderes Problem. Nix, weiß ich nicht. Bitte funktioniert, bitte funktioniert. Komm! Lass mich nicht im Stich! Alter, seit wann kann man mit den Fahrzeugen Schildgröße machen? Kann vielleicht ganz zufällig sein, dass ich den Überladewagen samt den Fan auf die Seite gelegt habe. Also so eine reine hypothetische Frage. Was passiert dann? Kriegst einen Tritt in den Arsch. Und darfst ihn wieder aufrichten. Warum? Achso, keine Ahnung. Jetzt komm! Das ist rein hypothetisch natürlich. Das muss doch irgendwie funktionieren. Das Problem ist, ich lieg da klar bergunter. Ach, gay. Das muss ich mir tatsächlich... Oh, das bleibt knapp. Wieder einziehen, so. Das ist das möglich. So, jetzt machen wir das gleiche noch mit dem LKW, dann ist der Tag heute perfekt. Also man könnte ja meinen, ich hätte einen vierrädrigen Bronze, aber eigentlich hat er 8 Räder. Ach, fährst du doch auf so vielen Rädern. Wow. Jump! Nobody is perfect! Ich fahr unten rum. Ich hab mich. Das denkt sich mein Haufen auch gerade. Er fährt unten rum. Nee, nobody's perfect. Nee, das denkt sich gerade so mein Fendt. Schnäpperchen. Uah, Laterne. Ob rechts Gas? Nein. Aller LKW geil. 81! Ey! Muss ich hier rechts abbiegen? Da hoch. Ich sagte abbiegen, nicht geradeaus weiterfahren. Ach, guck mal, was da liegt. Ups. Da liegt was. Kenne ich das irgendwo her? Kenne ich nicht. Komm, gib Kette, der wartet. Hier wäre geil noch so eine Alleinunterhaltung oder? Ich? Warum? Du musst dir nur zuhören. Ja, geschafft. Anhalten, halt. Wir tanken hinten hin. Kann ich? Was passiert, wenn ich abhänge? Ah, geil. Wusstest du, dass man Hänger beim beim Überladen einfach abhängen kann? Was? Achtung, Driftstand und yay, gedriftet. Oh, jetzt hat mein Ponzo nur noch 2 Räder. What? Die Wer treibst du? Die vorderen 2. Nur sogar nur noch eine Achse. Was treibst du? Wobei, der hat ja eh 4 Räder auf einer Achse. Jetzt! Das ist ein Boogie. Ja. Aufwärm. Sorry, stopp. Kannst du jetzt weiterfahren? Danke. Lass mich raten, der Hänger ist ganz... Ich glaube, die Motorhaube mag das so richtig gern, wenn da 4 Stämme hintereinander drauf klatschen. Also, wenn da jetzt große Nachfragen nach Weizen ist, sollten wir die mal wahrnehmen. Ja, das sollten wir durchaus tun. Das heißt, ich höre mal auf hier mit meinem Nobody is Perfect Haufen. Ah, LOL!
wie der Haufen aussieht, Alter. Also um einen einfach. Ich will jetzt nicht sagen, der ist ein bisschen langgezogen. War eigentlich schon. Ja, Alter, wann wird es hier mal reif? Okay, scheiß drauf. Pech gehabt. Ich kann nicht warten, bis du reif wirst. Puh. Ja, doch. Hm? Du musst dran. Ne, ich fahr zum... Du fährst zum Mute-Knopf. Ja. Bitte, streik sie. Bitte. Streik sie, ich wickel den Mähdrescher schon um die Osprey-Laterne, wo ich bin, ne? Nein, ich fahr zum nächsten Reifenfeld. Und dann kaufen wir uns jetzt noch eine LKW-Zugmaschine und machen einen Cut. Holen uns den Mod und dann geht's vorwärts, oder wie geht das jetzt hier? Ja, was soll ich sagen? Interesting, interesting. No. So, aber ich... Hey, warte! Warum ist es nicht reif? Na, muss ich ja an dem unreifen Scheiß vorbeifahren. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.